wenn wir emotional frei sind von allen möglichen Dingen, die um uns rum passieren, wenn wir uns davon emotional frei machen, dann leben wir in unserem vollen Potenzial. Und in diesem vollen Potenzial kannst du alles verändern, was du ändern möchtest. Du bist nicht mehr in der Opferhaltung und sagst vielleicht, oh, mir ist das zugestoßen, sondern du bist dann in der Schöpferhaltung. Du bist in der Haltung, dass du alles ändern kannst in deinem Leben. Und genau um diese Stärke geht es, wenn du in deinem vollen Potenzial bist, geistig, emotional, körperlich, wenn du in deiner vollen Power, in der vollen Selbstliebe, im vollen Selbstwert, im höchsten Selbstbewusstsein bist,